Hallo meine Lieben, heute habe ich das letzte Video, bevor wir dann in die Weihnachtsserie hineinstarten und ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Das werden mehr kleinere Videos sein und heute habe ich nochmal ein ausführliches und da geht es darum, dass wir eine ganz coole Rucksacktasche nähen werden und ich denke, das könnt ihr auch als Nähanfänger nachnähen. Ich werde euch das wirklich Schritt für Schritt erklären und wenn ich sage Rucksacktasche, dann werdet ihr gleich nach dem Intro sehen, was ich damit meine. Jetzt, warum habe ich das Ganze Rucksacktasche genannt? Weil es ist per se eine Tasche, wo wir eine Zweiteilung haben, unten mit einem Kunstleder, oben mit einem Canvasstoff und innen drinne habe ich einen Reißverschluss plus dann ein Innenfutter und eine kleine Tasche und das eben, ihr könnt die so an den Henkel tragen, aber wenn wir die hinten angucken, dann habt ihr hier so einen Streifen drauf und hier seine Befestigung plus unten auf den Seiten haben wir D-Ringe drinne und zwar aus dem Grund, weil wir da ein Band für machen auch und das kann dann hier oben durch die Schlaufen durch. Dann kann man das hier unten an den D-Ringen befestigen. Hier oben kann man wunderbar, das ist ein Druckknopf. Ich habe das jetzt mit einer Buchschraube festgemacht. Wir machen es dann ein bisschen anders, weil das hier war der Prototyp. Kann man die Schlaufe reinlegen, die von den Henkeln und das ganz einfach hier ran machen. So schwappt das jeweils nicht vorne über. Und dann habt ihr hier wunderbar einen Rucksack aus derselben Tasche. Das heißt, ihr könnt es auf zwei Arten tragen. Ihr könntet es auch noch weiter, also noch anders machen. Zum Beispiel könnt ihr diese Henkel hier nicht als Tragtasche mit kurzen, also nicht als kurzer Henkel machen, sondern als lange, damit ihr die über die Schulter hängen könnt. Das wäre eine Variante. Oder ihr könnt auf beiden Seiten auch nochmal D-Ringe reinmachen und dann das hier verstellbar machen. Und so könntet ihr das dann auch als Schultertasche quasi machen. Also da habt ihr ganz viele Möglichkeiten. Und auch vom Aufbau her, ich habe es relativ simpel gehalten. Ihr könntet natürlich eine Außentasche drauf machen. Ihr könntet innen noch eine große Tasche machen als solche Sachen. Ich habe es versucht einfach zu halten, weil ich finde, sie gibt extrem viel her, schon so wie sie ist. Aber trotzdem ist es was, was meiner Meinung nach auch, wenn ihr gerade so nie Einsteiger seid, sowas könnt ihr selber auch nähen. Wie gesagt, es war ein Prototyp. Ich habe dann noch so ein bisschen Anpassungen gemacht jetzt für das, was wir jetzt nähen. Aber grosso modo sieht das so aus. Ne? Hier unten schön mit dem Kunstleder, Canvasstoff, einer Blende und dann Innenfutter und einer kleinen Tasche hier drin. Jetzt brauchen wir da einiges an Sachen dafür und ich gehe einfach mal fang vorne an. In Tasche, da braucht ihr zweimal 17 cm in der Breite, 12 cm in der Höhe. Ich nehme da jeweils den Canvasstoff von außen und den Innenstoff. Damit machen wir die kleine Tasche. Dann habe ich einen 40 cm Reißverschluss und um hinten, weil der wird nicht komplett zugenäht, um das hinten noch abdecken zu können, dann habe ich hier noch ein Stück vom Canvasstoff. Da habe ich 9 cm in der Länge und 4,5 cm in der Breite. Dann weiter für den Reißverschluss habe ich hier 4 Stück vom Canvasstoff, 34 cm in der Länge, 4 cm in der Höhe und das eben viermal. Dann die Blende von der Tasche, zweimal der Canvasstoff in der Länge 42 cm, in der Höhe 9 cm, das eben auch zweimal. Dann die Außentasche, das ist quasi diese Kombi hier, da habe ich zweimal
42 cm mal 28 cm und 2 mal 42 cm mal 19 cm. Innentasche, sehr simpel. Da haben wir dann oben natürlich auch die Blende dran, aber der Innenstoff, da habe ich 42 cm mal 38 cm. Das logischerweise auch zweimal. Dann habe ich Flieseline, weil ich werde die verstärken, damit die einen guten Stand hat. Und zwar einmal für die Innentasche, zweimal für die Innentasche, 40 cm mal 36 cm. Dann für die Blende, da habe ich 40 cm in der Länge, 7 cm Höhe, in der Höhe auch zweimal. Dann habe ich hier noch einen Streifen und der ist ganz einfach, ist auch 40 cm. Der geht quasi hier hinten dran, also je nachdem wie breit euer Band ist. Meint es jetzt 2,5 cm und da habe ich einfach geguckt, dass ich je 1 cm breiter gehe und über die Länge der Tasche, damit ich das quasi doppelt verstärken kann, weil da dann das ganze Gewicht dran ist. Und dann für die Außentasche 2x 40 cm mal 43 cm. Dann Gurtband, wenn ihr so macht, wie ich das aufbaue. Ich habe das lange Band, was für die das Rucksackteil ist. Das sind 155 cm. Da habe ich zwei solche Haken noch für beide Seiten. Dann für unten um die D-Ringe, die beiden festzumachen, habe ich 9 cm zweimal. Plus eben die 2 D-Ringe passend zu der Breite von eurem Band. Dann für die Henkel, eben in der Version, wo ich die kurzen Henkel mache, das sind 2x 34 cm. Dann hinten auf dem Rücken, um die Rucksackarretierung quasi durchzuschlaufen, da sind es 42 cm. Und dann dieser kleine Druckknopfteil, um die Handtaschenbügel quasi nach hinten festzumachen, wo der Druckknopf dann drauf kommt, das sind 10,5 cm. Und dann eben noch die 4 Teile für einen Druckknopf. Wir fangen jetzt zuerst mit der Außentasche an und dann nehmt ihr das Teil oder die zwei Teile, die 42 cm mal 28 cm sind und das Kunstleder, was 42 cm mal 19 cm ist. Jetzt müsst ihr gucken, bei meinem Muster spielt es nicht so eine Rolle, wenn euer Muster eine Richtung hat, dann müsst ihr das natürlich nach oben gucken, weil das kommt, das ist unten. Und ich habe jetzt, mich guckt die schöne Seite an. Und so klappe ich das quasi zu mir und mache das hier auf der Seite fest. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night, love and heartbreak. Und jetzt könnt ihr beide Teile einmal hier entlang nähen, das heißt am Anfang verriegeln, ganz einfach runternähen, wieder verriegeln und das mit einem Zentimeter Abstand. Und ich verwende da das Teflonfüßchen, weil das ein bisschen einfacher geht bei dem Material zum Nähen. Und wenn ich das dann die beiden genäht habe, klappe ich die auch gleich auf und streiche die so ein bisschen runter und dann nähe ich nochmal hier entlang der Naht knappkantig das Ganze ab, damit das schön flach drauf liegt. Und das eben mit beiden Teilen. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town. Skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. To grow, this wasn't a mistake, and we can.
Wenn ihr das genäht habt, dann müsste das in etwa so aussehen. Na, ihr habt hier, ihr habt gesehen, die Nahtzugabe geht nach oben. Und so haben wir jetzt schon die beiden Seiten für die Außentasche. Die verstärke ich jetzt noch auf der Rückseite logischerweise. Und das mit der Flieseline, die geschnitten auf 40 cm mal 43 cm. Da müsst ihr einfach immer drauf gucken, wo die Klebeschicht ist und die dann entsprechend aufbringen. Das müsste jetzt eigentlich ringsherum eine Nahtzugabe von 1 cm geben. Und so werde ich die beiden kurz aufbügeln. Ich habe das Ganze aufgebracht, die Flieseline. Was ich zusätzlich auch gemacht habe, ist hier oben eben dieser zusätzliche Streifen. Und da wird es so sein, dass das Band am Rücken 4 cm von oben zu liegen kommen wird. Und deshalb habe ich geguckt, dass ich diesen Streifen, na, wenn das dann 4 cm von oben, es ist 2,5 cm breit, da habe ich versucht, das einfach so ein bisschen mittig zu platzieren, dass das dann, wenn das Band außen so angebracht ist, dass ich hier eine wie quasi doppelte Verstärkung habe. Jetzt kümmern wir uns noch kurz um die Ecken. Da habe ich mir so ein kleines Stück Karton gemacht mit 5 x 5 cm. Das lege ich in die Ecke. Da müsst ihr, ne, es muss unten sein. Und markiere mir das hier, weil das schneide ich gleich weg. Das auf beiden Seiten. Und natürlich auch auf beiden Stücken. Und so könnt ihr das kurz ausschneiden. Und da wir eh gerade am Messen sind und am Anzeichnen, machen wir auch gleich noch ein paar Sachen. Wir werden hier nachher die D-Ringe anbringen und da messe ich einfach von da, wo ich jetzt geschnitten habe, 3 cm hoch. Und mache mir da eine Markierung und das Element kommt dann nachher, ich setze das Ende hier so an, dass der D-Ring dann hier quasi zu liegen kommt. Und das auf beiden Seiten. Dann hier oben messe ich einfach von den Außenseiten 12 cm rein. Und da werden wir dann die Henkel innerhalb der Markierung anbringen. Und das mache ich auf beiden Stücken. Und dann nehme ich noch das Band, was die 42 cm ist. Und da markiere ich mir kurz die Mitte. Und von dieser Mitte aus gehe ich jetzt in beide Richtungen einmal 6 cm. Markiere mir das so ein bisschen. Und dann nochmal einmal 5 cm. Das heißt bei 11. Da müsst ihr einfach gucken, dass ihr, wenn am Band dann der Haken dran ist, ne, dass es breit genug ist, dass ihr hier unten durchkommt, weil das werden wir dann festnähen auf diesen Seiten und dann müsst ihr einfach genug Platz haben, je nachdem wie breit euer Band ist, dass ihr da unten durchkommt. Und jetzt nehmen wir das Stück, wo wir die Verstärkung drauf gemacht haben. Dann nehme ich hier kurz den Lineal und lege den so an, dass die 4 cm oben an der Kante liegen, damit ich weiß, wo ich das anbringen muss. Und dann mache ich das mit Nadeln kurz fest.
Und da, wo die Mitte ist, kommt noch dieses Stück, was 10,5 cm ist, drunter. Möglichst auf beiden Seiten mit gleich viel Abstand und eben mittig. Also hier ist meine Mitte. Es wird dann so drüber kommen und so drüber kommen. Von dem her passt es. Das mache ich auch kurz fest, damit mir das nicht verrutscht. So, und jetzt kann ich das hier nähen. Und zwar, ihr habt hier die Markierung gemacht von 5 bis 11 cm auf beiden Seiten. Da in diesem Bereich dürft ihr nicht nähen. Was ich hier mache, ist, ich gehe einmal runter mit einem sehr engen Zickzackstich und gehe dann mit einem Geradstich wieder zurück. Wieder runter mit Zickzack, wieder Geradstich zurück. Und das mache ich viermal, weil hier hängt nachher das ganze Gewicht dran. Ich will, dass das wirklich gut festhält. Und das mache ich hier bei den 11 cm, hier bei den 5 cm, hier drüben bei den 5 cm und hier bei den 11 cm. Da überall mache ich dieses viermal hin und her. Und wenn ich das gemacht habe, nähe ich einmal von hier dann bis an diese Kante, gehe da runter und wieder zurück. Dann hier dieses Mittelteil, wo ich da rüber nähe, bis jeweils da, wo ich das dann genäht habe. Das heißt so rüber, runter, rüber, hoch. Und hier könnt ihr noch so ein Viereck nähen, einfach damit das gut festhält hier drunter. Und dann auf der Seite auch noch von hier rein, runter und wieder raus. Das ist das, was wir hier nähen.
Und wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das hier jetzt fest dran sitzen, außer hier eben da, wo ihr dann durchgeht. Und hier habe ich mich umentschieden, ich habe keinen Kreuzstich gemacht, sondern ich bin einfach zweimal hin und her. So hält es hier wunderbar. Da ist auch kein Gewicht dran. Es geht ja nur darum, hier die Henkel runter quasi zu klappen. Dafür ist es da. Vielleicht seht ihr es auf der Rückseite ein bisschen besser. Also hier seht ihr, das ist jetzt wirklich felsenfest hier vermacht. Diese vier Teile, wo in der Mitte nichts genäht ist. Hier bin ich einmal so rum, hier einmal so rum und hier einmal einfach im Viereck. Plus eben in der Mitte zweimal drüber, damit es dann auch festhält. Jetzt können wir gleich noch ein paar Sachen vorbefestigen. Das geht dann ein bisschen einfacher. Und zwar hier unten die D-Ringe. Hier hatte ich eine Markierung gemacht. Da nehme ich den D-Ring drauf, lege das um. Und dann, der muss nach innen gucken, ne? Also das ist die Außenseite, der liegt nachher so. Jetzt lege ich den einfach schön da an, wo ich die Markierung gemacht habe. Weiß ich auf der Höhe. Zack, festmachen. Selber auf der anderen Seite. Und wenn ihr die jeweils abschneidet, könnt ihr da mit dem Feuerzeug so ein bisschen drüber, damit es nachher nicht ausfranst. Plus, dann haben wir hier oben noch die Henkel. Und da müsst ihr einfach gucken, dass ihr die nicht verdreht. Ich nehme die jeweils so und lege die so hin. Einfach mal provisorisch und dann schiebe ich das nochmal, damit ich dann auf der Markierung liege. Aber so verdreht sich das Ganze hier nicht mehr. Jetzt kann ich das einfach kurz mit der Markierung, die ich gemacht hatte, das noch richtig hinschieben. So, ne? Und dann haben wir das auch noch beim anderen oben. So, jetzt habe ich die hier schön an die Kante gelegt. Jetzt schiebe ich die aber noch ein bisschen hoch. Das soll einen Zentimeter circa Überlappung haben. Also kann ich das dann am Schluss, wenn ich den Rand oben nähe, noch ein bisschen besser festnähen. Und das kann ich jetzt alles einmal annähen. Das heißt, ich gehe hier einfach, wir werden später hier mit einem Zentimeter Nahtzugabe nähen und da müsst ihr einfach gucken, dass ihr oberhalb von der liegt. Also hier schön knappkantig einmal einfach entlang nähen und das hier plus bei den beiden und dasselbe auch hier unten. Es geht einfach darum, dass die schon mal fixiert sind, wenn wir nachher nähen, dass die nicht mehr verrutschen. Und die nähe ich jetzt alle kurz. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das in etwa so aussehen, dass die Henkel hier oben angenäht sind, damit die einfach befestigt sind und euch nachher nicht verrutschen. Und was ich jeweils mache, weil wir werden dann später hier oben das nähen und deshalb gucke ich einfach, dass ich die, ohne dass da groß Zug drauf ist, hier kurz fest, damit die dann nicht hochrutschen, wenn ich nähe. So, und jetzt können wir eigentlich schon hin und die beiden Teile zusammennehmen. Dazu legt ihr die aufeinander. Was ich immer zuerst gucke, ist, dass hier die beiden aufeinander liegen schön, weil das sieht man dann
wenn das zusammengenäht ist, wenn das nicht passt. Ne? Das seht ihr bei der Tasche, das ist einfach der Übergang und wenn das nicht aufeinander sitzt, dann sieht das einfach unschön aus. Und dann auch gucken, dass hier unten die Ecken schön aufeinander liegen. Und der D-Ring geht jetzt natürlich nach innen. Without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake. Hier oben werden wir nicht nähen, sondern wir gehen jetzt einfach hin und mit 1 cm Nahtzugabe hier oben verriegeln, runternähen, bis hier unten auch verriegeln und hier beim Übergang plus da, wo ich das Band habe, da gehe ich jeweils 2-mal drüber, auch hier unten bei den D-Ringen, weil da hängt dann das ganze Gewicht auch dran. Dann hier unten anfangen verriegeln, runternähen, verriegeln und dann hier auch verriegeln, hochnähen, verriegeln und eben auch da, wo ich Elemente drunter habe, die ein bisschen dicker sind, gehe ich 2-3 Mal drüber, damit es dann auch wirklich gut festhält. Und genau das nähe ich jetzt. California, the sun is always shining right. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause I was being next to you. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause all I needed was my friend. Way back when, way back. Das sieht dann in etwa so aus und ihr seht, das spielt auch keine Rolle, wenn das hier ein bisschen wild aussieht, aber ich bin da wirklich ein paar Mal drüber, weil das der untere Teil ist, wo der Rucksack, die Rucksackhenkel quasi dran hängen. Und jetzt können wir noch die Ecken machen und da zieht ihr das ganz einfach auseinander und per se, ihr habt ja hier so eine Ecke drin und die, also der folgt ihr quasi, wenn ich den Stoff greifen könnte. Das auf beiden Seiten. Na, wir sollten eigentlich, wenn das dann hier in die Ecke geht, auf beiden Seiten hier die Mitte schön übereinander liegen und ich klappe jeweils eine Nahtzugabe auf die entgegenliegende Seite. Dabei nur einmal feststecken und das auch auf der anderen Seite.
Und so nähen wir die Ecken auch ab. Das heißt, ihr fangt hier also auch mit einem Zentimeter Nahtzugabe, fangt ihr hier an, verriegeln drüber. Hier gehe ich zweimal drüber und dann am Ende auch wieder verriegeln. Und das bei beiden Ecken. Remember when my father taught us how to play guitar? And we started up a band in my garage. We thought our dream would take us so far. But after a week or so, it all just fell apart. But we were. Dann haben wir die beiden Ecken abgenäht und jetzt könnt ihr einfach, um mal zu gucken, wie es aussieht, das Ganze auch schon wenden. Und so haben wir schon, na, die Außentasche fertig. Hier mit den D-Ringen unten, oben Henkel und hinten Henkel plus eben hier diese Tunnel. Plus die Festbefestigung für die Henkel dann. Das ist doch schon mal cool. Aber das legen wir jetzt erstmal beiseite. Als nächstes nehme ich die beiden Teile für die Tasche. Und das waren 12 cm mal 17 cm. Ich habe einmal den Außenstoff genommen und einmal den Innenstoff. Und das legen wir jetzt rechts aufeinander. Und wenn ihr hier eine Richtung habt vom Muster her, dann gucke ich jeweils drauf, respektive ich habe einmal nicht drauf geguckt und es hat mich schon jemand korrigiert, aber ne, wenn ihr die Wendeöffnung macht, macht es Sinn, dass ihr die unten macht. Bei mir spielt es jetzt nicht wirklich eine Rolle. Und die mache ich einfach kurz aufeinander. Und jetzt eben würdet ihr unten gucken, dass ihr eine Wendeöffnung habt. Einfach so, es kommt ein bisschen auf die Stabilität von eurer Tasche drauf an. Bei mir sind das hier in etwa 7 cm. Und so näht ihr das jetzt einmal ab. Das heißt, ihr fangt hier an, verriegelt um die Ecke. Wieder um die Ecke, bis unten, wieder um die Ecke und hier dann auch verriegeln. Können wir die Ecken zurückschneiden, einfach an die Naht ran, aber nicht in die Naht rein. Und dann können wir das Ganze auch wenden, respektive wenn ihr zwei Stoffe habt, könnt ihr die Nahtzugaben noch auseinanderbügeln. Ich mache es hier mit dem Canvas-Stoff jeweils so, dass ich den einfach unterstreiche. So, und jetzt können wir das über die Wendeöffnung wenden. Und dann könnt ihr mit einem S-Stäbchen noch die Ecken schön ausarbeiten. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch kurz noch bügeln und dann haben wir die Wendeöffnung hier unten. Bevor ich das jetzt aufbringe, nähe ich kurz diese obere Kante einmal ab. Sieht dann auch so ein bisschen schöner aus noch. Einfach gucken, dass die Stoffe schön aufeinander liegen. Und das nähe ich knappkantig hier oben verriegeln, runternähen, hier unten verriegeln. Das mache ich noch kurz. So, das habe ich jetzt gemacht und jetzt die Innentasche, da habe ich die Flieseline schon aufgebügelt auf beide Seiten
Und da müsst ihr jetzt Folgendes beachten, nämlich, dass ihr das so hinlegt, dass 38 cm in der Höhe sind und 42 cm in der Breite. Ne? So liegt es gerade vor euch. Dann nehme ich das Lineal und weil hier oben werden wir eine Nahtzugabe haben, plus wir werden die Blende und den Reißverschluss dran machen an dieser Kante. Deshalb gehe ich da nicht zu nah heran, sondern bin hier bei 6 cm. Und jetzt lege ich die Tasche so gut wie möglich mittig hin. Ihr könnt es euch natürlich abmessen und markieren. Sollten in etwa 13 cm von beiden Seiten sein. 13,5. Ja. Wunderbar. Und so stecke ich das kurz fest. Und das nähe ich jetzt noch kurz ab, auch knappkantig hier oben anfangen verriegeln, runternähen, über die Ecke, hier rüber und wieder hoch, bis hier und auch wieder verriegeln. Hier oben nähen wir logischerweise nicht, weil da ist ja die Taschenöffnung. Und dann haben wir hier wunderbar die Tasche drin und was wir jetzt auch gleich machen, ist kurz die Ecken zuschneiden und auch hier, ne? 42 cm, 38, 42, 38 und bei der Tasche natürlich, Tasche ist oben, hier schneiden, hier unten. Und da logischerweise die gleiche wie bei der Außentasche, nämlich 5 cm mal 5 cm. So, jetzt kommen wir zum Reißverschluss. Und zwar brauchen wir hier die Teile, die wir viermal in 34 cm in der Länge und 4 cm in der Höhe geschnitten haben. Und da habe ich auch die jeweiligen Enden schon umgeklappt und zwar bei 1 cm. Geht am einfachsten, wenn ihr so einen Primbügel-Lineal habt. Ich habe den Canvas-Stoff jetzt nicht gebügelt, sondern den ganz einfach runtergestrichen. Das bei allen vier Teilen. Und dann habe ich hier das auch, was das Teil, was 9 cm mal 4,5 cm ist, habe ich auch an den Enden auf der langen Seite 1 cm umgeklappt. Dann lege ich das rechts auf rechts. Das, was ich umgebügelt habe, bleibt quasi so liegen. Dann mache ich das kurz fest in der Mitte. Und dann habe ich einfach geguckt, weil das gibt hier das Ende, was wir quasi verschönen oder schön abschließen. Und da habe ich einfach geguckt, 1 bis 2 mm vom Reißverschluss entfernt, habe ich mir die Linie angezeichnet. Also nähe ich das jetzt kurz. Ne? Das liegt aufeinander. Dann nähe ich das auf der Seite ab und dann auf der Seite auch noch kurz. Und dann könnt ihr das Ganze wieder aufklappen. Die Ecken abschneiden und dann wenden, dann habt ihr einen Tunnel, den ihr drüber stülpen könnt und so nehmen wir das dann einmal hier an der Länge fest, wenn es drüber gestülpt ist. Das mache ich jetzt alles kurz. I know you're strong.
und dann haben wir hier das Ende vom Reißverschluss quasi versteckt. Jetzt hier vorne, das werden wir einnähen, und damit es ein bisschen leichter geht, hier merkt ihr, da kommt hier an ein Teil, wo es fest wird, und den Rest hier klappe ich so zurück, dass es beim Reißverschluss nicht in den Weg kommt. Und so nähe ich das nur kurz mit ein paar Stichen hier. Ich befestige es eigentlich quasi nur, damit es nachher ein bisschen weniger ein Gefriemel wird. Weil dann liegt es auch schon richtig und da muss ich mich nachher nicht drum kümmern, dass ich das irgendwie reinfriemle. So, jetzt nehmen wir eben diese Teile, die wir auf 34 x 4 cm geschnitten haben. Und das Ziel ist jetzt, dass das hier drinne versteckt wird. Das heißt, ich klappe die beiden Enden auf, lege die Reißverschlusskante, also hier vorne so, dass das hier mit dieser Falzkante quasi abschließt und aber hier schön auf der Kante liegt auch, und der untere Stoff guckt mich an, ne? Hier auch umlegen, also wieder aufklappen. Dasselbe mache ich jetzt hier und lege das genauso oben drauf. Das heißt, hier oben, ne, schließt es hier mit der Kante ab und auf der Seite auch mit der Kante. Und hier hinten müssten sie quasi gleich abschließen. Und was ihr jetzt näht mit dem Nähfüßchen, ist einmal hier quasi dem Reißverschluss entlang. Und da aber fangt ihr nicht ganz außen an, sondern hier bei diesem 1 cm. Das heißt, ihr fangt hier an, verriegelt, näht alles runter, bis auch wieder hier bei den 1 cm. Und verriegelt auch da wieder. Ich kann es euch auch noch anzeichnen, damit ihr es dann ein bisschen besser seht. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr das Ganze aufklappen und einmal der Naht entlang feststreichen oder unterstreichen, beiden Seiten. Und was wir jetzt machen, könnt ihr die Ecke so ein bisschen einschneiden. Und jetzt legen wir die 1 cm, die wir vorher quasi festgestrichen haben, runter auf beiden Seiten und klappen die quasi wie aufeinander. Da könnt ihr es auch kurz so ein bisschen abstecken, dass das dann auch schön liegt, weil das werden wir jetzt kurz dann auch noch abnähen. Und so habt ihr hier quasi eine Blende für den Reißverschluss. Die lassen wir auf der Seite offen. Was wir jetzt nähen, ist einfach hier knappkantig, dann hier entlang des Reißverschlusses alles knappkantig bis unten und hier auch wieder raus. Und am Anfang und am Ende verriegeln und so einmal quasi diese Blende drauf.
clouds, I will always be your guiding light. You better tell the truth real fast. So, dann haben wir hier schon mal die erste Seite von dieser Reißverschlussblende. Jetzt machen wir dasselbe noch auf der anderen Seite. Das heißt, ein Stoff guckt euch an, dann der Reißverschluss drauf, auch wieder hier oben, dass er mit der Kante quasi abschließt. Und dann aber auch mit der Kante hier. Und dann einen so drauf. Und auch die beiden sollten natürlich dann oben und unten abschließen. Und so steckt ihr das auch kurz fest. And then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be. And you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. So, das heißt, der Reißverschluss ist jetzt hier auch im Sandwich wieder inne drinne. Und jetzt machen wir genau dieselben Schritte. Das heißt, ich nehme das hier einmal ab, auch erst ab dem 1 Zentimeter. Ja. Und auch hier unten nur bis 1 Zentimeter. Dann klappe ich es auch wieder um und nähe es dann genau gleich wie hier auch nochmal ab. You should have probably let me go, but you've got a porcelain ego, talking fast and punching low, making sure that there are no traces. So, und so haben wir wunderbar schon unser Reißverschlusselement. Jetzt habe ich das genommen, in der Hälfte zusammengelegt und hier einen Schnips reingemacht und hier einen Schnips gemacht, wirklich nur schmal. Dasselbe habe ich bei der Blende, na, da habe ich auch die Flieseline schon aufgebracht, auch da habe ich das in der Hälfte zusammengelegt, hier einen kleinen Schnips reingemacht, bei beiden Elementen, plus bei den Taschen. In Taschen auch hier oben einen Schnips reingemacht. So weiß ich überall, wo die Mitte ist. Weil jetzt kommt das so aufeinander. Ich lege jetzt hier schön diese beiden Schnipse aufeinander und das oben schön an die Kante. Einmal kurz fest. Und dann kommt eine Blende hier drauf. Und auch da gucke ich, dass ich diesen Schnipse genau aufeinander liegend habe. Und dann könnt ihr den Rest auch noch schön festmachen hier. Einfach so, dass die Kanten schön aufeinander liegen. Und bevor wir die andere Seite machen, geht es am einfachsten, wenn ihr das einfach kurz abnäht. Und zwar fangt ihr ganz oben an mit 1 cm Nahtzugabe, verriegeln, runternähen und hier auch wieder verriegeln. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made love.
the nun that you talk about. I'll watch that every move you make and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Ich habe das dann auch einmal gleich oben die Kante, also ich habe die Nahtzugabe nach oben gelegt und das auch einmal noch schön abgenäht. So ist hier wunderbar unser Reißverschluss im Sandwich drinne in der Innentasche. So, jetzt gut überlegen, was wir jetzt machen müssen. Die Blende muss schlussendlich so hier drauf sein. Das heißt, die muss ich umklappen. Und die kommt so hier drauf, auch wieder, ne, da wo ihr auch eingeschnitten habt. Und dann muss die Innentasche quasi so drauf, auch dass hier der Schnipsel drauf kommt. Das heißt, es guckt sich rechts auf rechts an. Und hier habe ich de facto quasi wie die Rückseite vom Reißverschluss. Und da einfach gucken, dass alle drei Schnipse aufeinander liegen. Dann könnt ihr das auch festmachen wieder. Einfach so, dass der Reißverschluss jetzt hier im Sandwich drin ist. Weil schlussendlich wird das so zu liegen kommen. Könnt ihr jeweils kontrollieren, ob das dann wirklich stimmt, ne? Ich habe den Reißverschluss, die Innentaschen liegen aufeinander, das Reißverschlusselement ist nicht verdreht, sondern liegt gerade und hier würde ich die Blende sehen. So könnt ihr es kontrollieren, ob ihr wirklich richtig liegt. Und so nähe ich das genau gleich wie die andere Seite ab, lege es dann um und nähe es nochmal von oben ab. You talk about how I said every move you make, then I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Surrender to me, oh. To me. Und jetzt müsste das so liegen, das heißt, ihr könnt hier den Reißverschluss schließen und habt hier oben die Blende und die Reißverschlussteile und innen drinne habt ihr unten die Blende und eure beiden Seiten. So. Und jetzt können wir auch diese Tasche zusammennähen. Da gucke ich auch zuerst hier, dass das schön aufeinander zu liegen kommt. Und was ich auch mache, ist, ich lege den Reißverschluss hier, den mache ich hier innen drin, kurz fest, damit der dann beim Nähen nicht in den Weg kommt. Das wäre dann schlecht, wenn wir den mit vernähen. So, bitte. All scattered across the dusty floor in the backseat of my Chevy. Und hier auf der Seite brauchen wir eine Wendeöffnung. Und zwar eine relativ große, weil die Tasche schon sehr stabil ist. Ich mache da 18 cm. Ja, 18 cm sollten eigentlich reichen. Hier oben nehmen wir natürlich nicht, sondern einfach hier mit je mit 1 cm Nahtzugabe diese Seite oben und unten verriegeln.
diese Seite oben und unten verriegeln und diese Seite oben und unten verriegeln. Along with bits of candy wrappers, looking back to when our castle was a shack. Vacation was making figure eights in the parking lot. Remember when we used to forget when we forgot? It wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did right. How could I forget about you leaving? Since my heart has never stopped bleeding, all that I can see is that I lost you, lost you then. I'm looking for a reason to forgive you, and sometimes I even wanna be with you, just the way you say that it's alright, alright now. I am tearing down this wall. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe unterwegs quasi, also ich habe zuerst die erste Seite genäht, dann unten, dann habe ich das Ganze gewendet und von der anderen Seite genäht, einfach um sicher zu gehen, dass ich hier oben wirklich schön Kante auf Kante lege. Es geht ein bisschen einfacher. Und jetzt können wir genau gleich wie beim Außenbeutel auch hier die Ecken noch abnähen. Sollten eigentlich auch wunderbar wieder aufeinander zu liegen kommen. Ich gucke immer, wenn ich die Nahtzugabe umlege, dass ich natürlich auf beiden Seiten die auf dieselbe Seite umlege und dann auf der anderen Seite in die andere Richtung. Und so können wir das auch wieder mit 1 cm Nahtzugabe einmal abnähen, am Anfang verriegeln, am Ende verriegeln und hier gehe ich zweimal drüber. But I'm still here looking for your face in the faces crowd. Long after our final ship had drowned. It wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did right. Bei der hier könnt ihr das Ganze so noch ein kleines bisschen zurückschneiden. Dann liegt die dann innen auch ein bisschen besser. So, wir kommen langsam dem Ziel entgegen. Jetzt haben wir hier diese Tasche und hier haben wir die Wendeöffnung auf der Seite. Die wenden wir jetzt noch nicht, weil was wir jetzt machen, die Taschen kommen ineinander. Und jetzt müsst ihr natürlich drauf Acht geben, na, wir haben ja hier eine Innentasche drin. Das heißt, das hier ist die Rückseite. Und hier haben wir diesen Streifen, das ist die Rückseite. Das heißt, so müssen die auch aufeinander kommen. Vorderseite, Vorderseite. Und so schiebe ich die hier rein. Und jetzt geht es hier oben drum, darum, dass ihr die Kanten oben natürlich schön aufeinander bringt, aber auch die Ecken hier seht ihr anhand von den Nähten, wo die zu liegen kommen müssen. So, ich habe die jetzt oben einmal abgesteckt, so dass die Nähte aufeinander passen und auch der Rest, ne? Hier die Kanten auch schön aufeinander liegen und so nicht. Das jetzt einmal mit 1 cm Nahtzugabe ab und ich werde überall, ne, hier auf den Seiten werde ich zweimal drüber gehen, bei den Henkeln gehe ich sogar mehrmals drüber, weil auch hier das Gewicht wieder dran hängt, das heißt an allen 4 Stellen und dann auch hier auf der Seite. Und da müsst ihr natürlich den Tisch bei der Nähmaschine wegnehmen, damit ihr da ringsherum kommt. Und natürlich am Anfang und am Ende auch wieder verriegeln. Since my heart has never stopped bleeding,
All that I can see is that I lost you till then. I'm looking for a reason to forgive you. Sometimes I ain't gonna be with you. Just the way you say that it's alright, alright now. I am tearing down this wall. Stop believing. All that I can see is that I lost you then. I'm looking for a reason to forgive you. Sometimes I ain't wanna be with you. Just the way you say that it's alright now. I'm tearing down this wall. Playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some. Ich weiß, der Teil ist ein bisschen knifflig, aber macht langsam, ne? Und immer wieder einfach Nadel runter und dann wieder ein bisschen neu ausrichten. Also, und das muss auch nicht in Schönheit sterben. Also, ne? Und jetzt kommt der coole Moment, wenn wir die Wendeöffnung finden. Wir wenden die Tasche. Da schön vorsichtig, nicht, dass ihr die Naht aufreißt. So, dass ihr jetzt quasi die beiden Taschen habt, weil wir müssen ja hier jetzt noch die Wendeöffnung schließen. Ich habe mir jetzt hier die Herausforderung gegeben, dass ich quasi da, wo der Reißverschluss nicht ganz aufgeht, die Wendeöffnung habe. Vielleicht macht ihr die besser hier drüben, wo der Reißverschluss ganz aufgeht. Aber kriegen wir hin. Das nähe ich jetzt einmal knappkantig zu. Ihr könnt da natürlich auch eine Leiternaht machen, wenn euch das lieber ist. Oh, this is everything. Next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. So, und dann könnt ihr die Tasche quasi reinschieben und die Ecken schön ausarbeiten. Das heißt, ich drücke innen drin die beiden Ecken quasi in diese rein und dann stecke ich hier oben die beiden Nähte schön aufeinander. Ich weiß, bei einem Canvas-Stoff ist es nicht so schön, wenn man da mit Nadeln reingeht, weil es gibt so kleine Löchlein, aber meine Nähmaschine hat unten nicht allzu viel Platz und wenn ich da mit Klammern drauf gehe, dann wird das ein bisschen schwierig, dass die unten durchgehen. Wenn ihr das dann festgesteckt habt, dann könnt ihr das einmal ringsherum nähen. Ich mache das jeweils so mit 0,75 so in etwa oder einen halben Zentimeter. Warum mache ich das so? Hier die Henkel innen drinne, die haben ja eine Überlappung. Deshalb haben wir die so ein bisschen länger gemacht. Die gehen bis hier. Und ich gucke einfach, dass ich mit der Naht das auch nochmal festige. Also ihr könnt hier fast bis zu einem Zentimeter. Ich würde sagen, ich mache einen Zentimeter. Machen wir es so. Das einmal rings abnähen und dann könnt ihr auch gleich einen weiteren Schritt machen, nämlich das Band. Da haben wir ja hier diese Dinge und da mache ich das einfach einmal drauf. Und zwar so lange, dass ich das zweimal, dass ich das hier quasi dreifach habe. So in dem Stil.
Und das nähe ich dann mit einem Viereck ab. Zeichne mir das jeweils an, weil sonst nähe ich irgendwo. Ich kenne mich. Ich würde einfach ein bisschen Abstand zum Ring lassen, damit der euch da nicht in den Weg kommt. Dann könnt ihr das hier einmal abnähen. Ich habe das Band auf 1,55 geschnitten, bin relativ groß, das heißt 1,73, na, eher von den längeren Exemplaren. Wenn ihr das auf euch abstimmen wollt, ihr könnt das hier einfach mal auf der einen Seite nähen, dann festmachen und quasi einmal durchziehen. Dann könnt ihr den quasi einmal anziehen und dann gucken, wie lang das Band auf der Seite sein muss, dass es für euch passt. Ne? Für mich habe ich gemerkt, eben 1,55 passt eigentlich gut. Und dann könnt ihr dasselbe auch auf der Seite machen. Natürlich nicht verdrehen, sondern ja, so muss das sein. Ring drauf. Und ich habe solche, die sich drehen, also das spielt dann keine Rolle, ob der nach vorne oder nach hinten guckt. Und dann versuche ich das hier möglichst gleich zu machen. Dann sind die beiden in etwa gleich und so werde ich die auch gleich abnähen. Das heißt, ich mache hier ein Viereck plus in der Mitte noch ein Kreuz. Die nähe ich dann auch gleich noch. Wanna go? Calling sick in the morning, baby don't leave. They don't need to know we're out here. They say we're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love. Oh, oh, this is everything. With you right next to me, so alive. Tonight I'm thinking that I don't wanna go. Oh, this is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. I met an old man. I said, tell me your story. So, dann haben wir hier unser Band und einen schön abgesteppten Rand. Und ihr habt gesehen, vielleicht bei den Henkeln bin ich tatsächlich einmal vorn zurück. Ich finde, es fällt gar nicht so stark auf, wenn man sich die Naht anguckt, aber gibt mir halt nochmal ein bisschen mehr Sicherheit. Jetzt als allerletztes noch die Druckknöpfe. Oder den Druckknopf, ist ja nur einer, ne? Guck ich mal, wie weit drinnen oder draußen ich den haben will. Dasselbe auf der anderen Seite. Dann von den Aufsätzen haben wir den hier und den hier. Und die beiden brauchen wir für den Stift und diesen kleinen Noppen. Und es wird ja so sein, dass der Druckknopf hier oben von oben runter kommt, von dem her muss der Noppen hier oben liegen.
heißt, der Stift kommt von unten hoch, dann der Noppen drauf, dann das Plastikteil unten. Dann brauchen wir hier diesen Spitzenstift plus das Teller und das hier kommt oben und das hier kommt unten drauf. Und so drückt ihr das zusammen. Und so habt ihr jetzt eine Tasche, die ihr hier als Rucksack tragen könnt. Oder ne, könnt die auch wegnehmen und das quasi in die Tasche reinpacken und das hier als Tragtasche nehmen. Und wenn ihr das Rucksackband dran habt, ne, ihr seht dann auch, es hat eigentlich alles Platz. Das heißt, das Band plus dann das Band plus das Band. Und ich mag das einfach mehr so, weil sonst ist es immer, wenn man das als Rucksack trägt, dann lappen hier oben so diese Halterung herum. Das mag ich nicht so und deshalb habe ich dieses zusätzliche Element hier eingebaut. Und trotzdem, auch wenn ich die so trage, stört das jetzt nicht extrem. Und auch unten die D-Ringe finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn die dann da sind, auch wenn ich es nicht als Rucksack trage. Vorne ganz schlicht, innen drinne haben wir einen Reißverschluss und hier habe ich euch das einfach gezeigt mit diesem Panel. Aber der andere Rucksack, den ich hatte, da habe ich das nicht gemacht, sondern habe den Reißverschluss direkt zwischen Blende und Innentasche genäht. Aber das war dann einfach alles so ein bisschen zu eng. Es war nicht schön. Also von dem her, ich würde es hier wirklich zusätzlich mit dieser Blende machen. Und innen drin haben wir dann eine kleine Tasche. Und ihr seht, also da habt ihr wirklich, wirklich Platz drin. Und ja, die hat auch durch die Flieseline einen guten Stand. Und ich finde halt das Muster und die Kombi mit diesem Kunstleder finde ich super schön. Ich hoffe, die Idee und das Video hat euch gefallen und ihr habt da Lust, das selber auch auszuprobieren. Ich kann es wirklich weiterempfehlen und ne, auch als Anfänger macht es wirklich Schritt für Schritt einfach nach und ich glaube wirklich, da kommt ihr, also das könnt ihr auch machen. Und das war tatsächlich auch das letzte Video, bevor wir in die Weihnachtsserie reingehen, wo ihr jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember ein Video von mir bekommt. Das sind dann eher kleinere Videos, aber ich hoffe natürlich trotzdem Ideen, die euch gefallen, wo ihr Lust habt, das auch auszuprobieren. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch in der Serie wiedersehe. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis bald! I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down.